heute Backstage zu Gast der unabhängige Bundespräsidentschaftskandidat Tassilo Valentin. Herzlich willkommen. Danke fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ja. Einem Ex-Nationaltrainer ist einmal die Entscheidung zur Aufstellung am Fahrrad gekommen. Wie ist denn Ihnen die Entscheidung zur Aufstellung zum Bundespräsidentschaftskandidat gekommen? Also mit der Überlegung habe ich mich schon länger getragen, einfach weil das Land sehr, sehr schwierigen Zeiten entgegengeht. Und wenn man sieht, salopp gesagt, dass es gegen die Wand fährt, das habe ich auch schon bemerkt als Kolumnist. Und daher wusste ich, es ist irgendwann mal der Zeitpunkt da, da muss man etwas tun. Mit dem Gedanken habe ich mich länger getragen, aber wirklich entschieden hatte ich es dann einmal in der Früh im Auto. Also nicht am Fahrrad? Nicht am Fahrrad, sondern im Auto, ein wenig unsportlicher. Und als mir ein Zitat von Steve Jobs eingefallen ist, der gesagt hat, wir sind bereits nackt, es gibt nichts zu verlieren, das Leben ist zu kurz, um nicht seinem Herzen zu folgen. Und da dachte ich mir, gut, ich mache es. Also Sie wollten einfach noch einen neuen Abschnitt in Ihrem Leben erleben und eine Herausforderung suchen, oder machen Sie das für das Land? Nein, es ist wirklich für das Land. In Wirklichkeit sind die Nachteile ja sehr groß. Man wird dann angegriffen. Es ist eine sehr, sehr harte Zeit. Wir haben auch nicht die Budgets, die diese großen Parteien oder auch die Rosenkranz oder Van der Bellen haben. Das heißt, es ist schon eine enorme Herausforderung, auch vom persönlichen Einsatz. Aber es ist eigentlich der Glaube, dass man noch etwas verändern kann, denn die Situation ist wirklich dramatisch, aber sie ist nicht hoffnungslos. Man kann etwas ändern. Nur denke ich, dass man das nur schafft, wenn jemand da ist, der nicht aus dem etablierten Politikbetrieb kommt. Und mit diesem etablierten Politikbetrieb meine ich vor allem auch die Opposition. Das ist ja ein ganzes System. Und man sieht ja auch an den diversen Regierungswechseln, dass sich ja nie wirklich etwas getan hat. Also es muss jemand einmal in der Hofburg sitzen, der nicht Teil dieses Systems ist, der Teil der Lösung und eben nicht Teil des Problems wird. Sie gelten als FPÖ-nah, Sie haben auch FPÖ-Politiker anwaltlich vertreten. Gibt es einen Bruch zwischen Ihnen und der FPÖ? FPÖ-nah war ich nie. Das muss ich insofern korrigieren, als mir mal ein hoher FPÖ-Funktionär gesagt hat, ich hatte sehr viele Artikel auch über die Europäische Union geschrieben, durchaus kritisch. Aber dass es für Sie so angenehm ist, weil Sie müssen nur meine Sonntagsbeilage, die Sonntagsbeilage der Kronenzeitung lesen und dann am Montag geben Sie eine Pressekonferenz und sagen im Wesentlichen das, was ich gesagt habe. Dadurch ist der Eindruck einer Nähe entstanden, die es so nicht gab. Vertreten habe ich einmal Heinz-Christian Strache. Das war aber eine ganz kuriose Geschichte, denn ich war der Anwalt von Hans Dichand, dem legendären Herausgeber der Kronenzeitung. Und Hans Dichand hat mich eines Tages angerufen und gesagt, der Strache sei bei ihm gewesen. Das war die Zeit, als der Rettungsschirm etabliert wurde, nach der Griechenland-Tragödie. Und in Deutschland gab es mehrere Verfassungsklagen gegen diesen Rettungsschirm. In Österreich gab es eigentlich nichts. Und Hans Dichand hat mich angerufen und gemeint, wir müssen was dagegen machen. Der Strache sei im Büro gewesen, er suchte einen guten Anwalt, der das machen könnte. Und er hat mich empfohlen, er hat gesagt, ich soll das bitte übernehmen. So kam das, denn, nur um es kurz zu machen, ein Normalbürger kann ein Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof kaum zu Fall bringen, aus diversesten juristischen Gründen, im Wesentlichen, weil man nicht persönlich betroffen ist, das ist sehr schwierig. Ein Abgeordneter kann das, weil der kann sagen, ich bin in meinen Rechten als Abgeordneter beschnitten durch ein Gesetz, und Strache war Abgeordneter. Und da kam es dazu, dass ich ihn vertreten hatte, eigentlich formell, wenn man so will, um dieser Verfassungsklage gegen diesen Rettungsschirm, der Österreich einen Staatsbankrott treiben kann, zu etablieren. Das habe ich dann auch gemacht. Und wie ist das ausgegangen? Es war so, dass mich Dichand dann wieder angerufen hat. In Brüssel hat das große Wellen geschlagen, weil, glaube ich, die Verfassungsklage sehr gut war. Aber natürlich, es war eine politische Entscheidung und es wurde dann auf Formalebene abgewürgt. Da habe ich mir nichts vorgemacht. Aber es gab Gespräche nur um das sozusagen, ja, mit der FPÖ im, bevor Sie Ihre unabhängige Kandidatur bekannt gegeben haben. So viel, ja, ist. Ja, die gab es, aber auch noch dazu ein Einwurf. Für mich war es demokratiepolitisch furchtbar, dass die Parteien es nicht schaffen, Kandidaten aufzustellen. Weder ÖVP noch SPÖ. Das ist einer Demokratie unwürdig. Es muss eine staatstragende Partei ja einen geeigneten Kandidaten haben und sich daran beteiligen. Und die Freiheitlichen waren die Einzigen, die gesagt haben, sie stellen jemanden auf. Daher waren diese Gespräche. Nur für mich ist eine Einbindung in Parteipolitik oder die Vereinnahmung von Parteien eigentlich nicht möglich. Und ich habe auch in den Gesprächen gesehen, dass wir inhaltlich da überhaupt nicht zusammenkommen. Jetzt haben Sie gesagt, diese Entscheidung ist Ihnen sozusagen gekommen im Auto. Was fahren Sie für ein Auto, wenn ich fragen darf? Ich fahre jetzt einen Smart. Das perfekte Auto für die Stadt. Ja. Aber es ist ein Mercedes.
Oder ist der Smart, gehört nicht zu Mercedes? Ja, also, aber ich habe diesen Viersitzer Smart. Okay. Aber Sie hätten kein Problem mit einem Elektroauto zum Beispiel, wenn das die Flotte des Bundespräsidenten wäre zu der Zeit? Nein, hätte ich grundsätzlich überhaupt kein Problem, wobei ich natürlich mich frage, ob die Elektroautos wirklich die Zukunft sind, wenn wir jetzt sehen, welchen unglaublichen Energiehunger wir haben. Und das war ja auch immer Thema in meinen Beiträgen. Also wenn wir wirklich so weitermachen mit dieser Energie, mit diesem Energieverbrauch, dann brauchen wir wahrscheinlich 18.000 neue Atomkraftwerke und ich weiß nicht, wie viele Milliarden Solarmodule. Also man muss sich schon überlegen, ob dieser Energiehunger der richtige Weg ist. Jetzt ist eh die Zeit, wo Politiker dazu aufrufen, dass man Energie spart. Mhm. Wie sehen Sie denn die Performance der Regierung in den letzten Monaten? Katastrophal. Also diese Regierung ist nur noch mit sich selbst beschäftigt. Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht mehr, wie die einzelnen Minister heißen. Wir hätten längst Neuwahlen, wenn die beiden sich nicht wie Ertrinkende aneinander klammern würden, weil sie wissen, wenn es Neuwahlen gibt, dann verlieren sie. Und gerade in der Situation, die wir jetzt haben, wir haben eine Rekordinflation, die Menschen können sich wirklich nichts mehr leisten. Wir stehen vor der Frage, ob wir im Winter überhaupt noch Gas haben, ausreichendermaßen. Oder wenn wir es haben, ob man es sich leisten kann. Und was mich so wahnsinnig ärgert, wir sind ein Hochsteuerland. Ja? Selbst Durchschnittsverdiener werden mit 48% Steuern und Sozialversicherungsabgaben belastet. Dann sind wir in einem Hochsteuerland und haben die Bedingungen eines Entwicklungslandes möglicherweise im Dezember. Also das ist eine Entwicklung, die niemand mehr gutheißen kann. Und deswegen glaube ich, dass diese sogenannte Performance der Regierung katastrophal ist. Was ist Ihr politischer Schluss daraus? Die Steuern müssen runter, die Belastungen müssen weniger werden? Ja, also definitiv. Ich denke, der politische Schluss muss sein, dass die Inflation auf allen Ebenen bekämpft werden muss. Man muss auch darüber nachdenken, ob man nicht auf Grundnahrungsmitteln die Umsatzsteuern überhaupt streicht. Also Mehrwertsteuer streicht. Man muss überlegen, wie man die Politik in der Europäischen Zentralbank fährt, dass diese unheimliche Geldverteilung, dieses Gelddrucken endlich aufhört, das uns wahnsinnig schadet. Und diese ganzen Maßnahmen gehören gesetzt. Ja. Auf all das hat realistisch betrachtet der Bundespräsident sehr wenig Einfluss. Wo er einen Einfluss hat, ist, er ernennt die Minister und die Regierung. Wie würden Sie denn das handhaben? Sie haben schon angekündigt, sollten Sie ins Amt kommen, würden Sie die Regierung entlassen. Ist das überhaupt realistisch? Sie sind ein Jurist, Sie kennen die Verfassung. Ja, entlassen, das ist jetzt so dahingesagt. Ich habe nicht gesagt, dass meine erste Amtshandlung wäre, die Regierung zu entlassen, sondern meine erste Amtshandlung wäre, in dieser dramatischen Situation mir den Kanzler zu holen, unter Anführungszeichen, also einen Termin zu bitten und dann zu fragen, ob er ernsthaft Kanzler bleiben will, unter diesen Voraussetzungen. Und wenn er mir ja das bejaht, und dann würde ich ihm auffordern, mir ein Konzept vorzulegen, wie er dieses Land davor bewahrt, wirklich gegen die Wand zu fahren. Und Verzeihung, wenn ich das noch sagen darf, der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts spricht ja davon, dass kriegswirtschaftliche Zustände eintreten könnten und das Ende der Marktwirtschaft, wie wir sie kennen, und so weiter. Also ich meine, das kein sind ja, guter Zeitpunkt für Neuwahlen eigentlich. Naja, möglicherweise der richtige Zeitpunkt, denn wenn eine Regierung ein Land in diese Situation bringt, beziehungsweise aus dieser Situation nicht mehr herausführen kann, na, wann soll man Neuwahlen machen, wenn nicht dann? Aber es ist sicherlich nicht so, dass man so holo da roh hingeht und Regierungen rauswirft. Man hat mich auch mal gefragt, wie viele Kanzler wollen Sie denn haben? Ich habe darauf geantwortet, einen einzigen, der was kann, ja? Wobei es mir egal ist, aus welcher Partei der kommt, sondern es muss dieses Land einfach wieder auf Schiene gebracht werden. Das ist das Einzige, worum es mir geht. Ich verstehe. Jetzt haben Sie vorhin die Steuern angesprochen. Sie sagen, es gibt zu viele Steuern in Österreich. Zeitgleich schreiben Sie aber auch in Ihrer Krone-Kolumne immer wieder darüber, dass die Reichen immer reicher werden und die Ärmen immer ärmer und immer mehr Menschen arm werden, während immer weniger immer mehr haben. Mhm. Sind Sie für eine Reichensteuer? Für eine Vermögensteuer? Naja, das ist die Frage, was eine Vermögensteuer dann letztlich sein wird. Ja. Aber sind Sie prinzipiell dafür, dass man den Reichen auch etwas sozusagen wegnimmt, einen Anteil, dass sie sozusagen eine Umlage machen und den Ärmern wieder mehr Geld zur Verfügung steht? Aus meiner Sicht stellt sich die Thematik von Steuererhöhungen nicht. Ich sage auch warum. Bevor dieses Land nicht saniert wird, das ist für mich so eine generelle Sache, darf es keine Steuererhöhungen geben. Auch nicht für
Höchstbereiche? Ich finde, wir haben... Oder wir haben Vermögenszuwachs durch überhaupt, Zinsen. Wir haben eine der höchsten Steuersätze. Selbst Durchschnittsverdiener zahlen 50%. Ich finde, auf allen Ebenen, die Steuern gehören runter. Die Leute müssen sich mehr leisten können, der Konsum gehört angekurbelt und dieser Staat gehört saniert. Ich sage Ihnen so ein Beispiel, was ist mit den Steuern kommt. Wir haben dieses Jahr einen Asylansturm. Es werden 70.000 bis 80.000 Asylanträge erwartet, obwohl Österreich nur von sicheren Drittländern umringt ist. Es gab eine Erhebung aus dem Finanzministerium aus 2016, eine aktuellere gibt es meines Wissens nach nicht, was die Nettobelastung pro Flüchtling ist. Wenn man das umlegt auf diese 80.000 etwa, die kommen, kostet das den Staat allein dieses Jahr rund 1,2 Milliarden Euro. Nur dieses Jahr. Wenn ich die Erbschaftssteuer einführen würde, dann bringt das laut Berechnungen 500 Millionen Euro. Das ist nicht einmal die Hälfte von dem, was uns neue Asylanträge in einem Jahr kosten. Also bitte, da muss ich hier schauen, dass ich die Grenzen sichere, dass ich das Asylrecht modern nach US-amerikanischem Vorbild in den Griff bekomme und dann kann ich erst über Steuern nachdenken. Aber zuerst gehört dieser Staat saniert und zwar auf allen Ebenen. Sie sagen, Sie sind angetreten, um zu gewinnen. Wie wollen Sie das schaffen? Ich denke, die Zeit ist reif. Ich merke es an der Stimmung der Menschen. Die Menschen wollen zu Recht eine Veränderung. Sie haben die Nase voll von diesem etablierten Politikerbetrieb. Alexander Van der Bellen ist Teil davon. Er ist passiv, er wirkt auf mich amtsmüde, er wirkt auf mich teilweise hilflos. Man hat auch gesehen bei seiner Eröffnungsrede in Bregenz, als er gesagt hat, die Regierung soll das machen, wofür sie gewählt wurde, arbeiten, arbeiten. Diese Regierung wurde von keinem einzigen Staatsbürger gewählt. Er hat sie ernannt. Und wenn er der Meinung ist, dass sie arbeiten soll, dann soll er sie auch sagen. Und das ist dieses falsche Amtsverständnis. Der Präsident ist nicht der Kumpel der Regierung. Ja? Er ist in gewissen Bereichen Staatsnotar, er ist in gewissen Bereichen zur Vertretung nach außen berufen. Aber er soll auch gerade in Krisensituationen ein Gegengewicht sein. Denn der Präsident ist direkt demokratisch gewählt. Das ist die einzige Funktion, die von den Menschen in der die Menschen eine Person wählen. In einem komplizierten Verfahren müssen erst Unterstützungserklärungen und so weiter unterschrieben werden. Aber dadurch hat er ja und soll er ja auch von den Verfassungsvätern, war das ja der Gedanke, ein Gewicht haben, eben das autoritäre Gegengewicht zur Regierung. Ich habe es angesprochen, diese Unterstützungserklärungen, 6.000 braucht man da. Wie viele haben Sie aktuell? Wir sind jetzt vierstellig. Es ist natürlich so, wie Sie richtig gesagt haben, es ist ein wahnsinnig kompliziertes System, denn was ich auch... Sie haben über 1.000, ja, aber ja, keine 2.000. Sicher. Ja, wir sind noch am Zählen, also ich muss sagen, es ist ein dynamischer Prozess. Zwischen 1.000 wobei und 2.000. Nein, auch nicht, aber das begeben wir sowieso bald bekannt. Also was ich nur sagen will, und darum war mir die Zahl jetzt nicht so wichtig, es passieren nämlich andere Dinge. Ja? Diese Unterstützungserklärung müssen Sie ausdrucken, dann... Viele Menschen haben gar keinen Drucker, dann gehen sie zur Behörde, dann müssen sie aber erst dort unterschreiben, sie dürfen ja nicht zu Hause unterschreiben, sondern dort, dann wird die Unterschrift bestätigt, dann gehen sie mit diesem bestätigten Zettel zur Post, schicken in den Kuvert und schicken dann mich. Das wissen die wenigsten. Warum wissen das die wenigsten? Weil normalerweise ja nur Partei- oder Systemkandidaten antreten und für die ist das überhaupt kein Problem, weil sie rufen ihre Ortsgruppen an und die Parteien haben das an einem halben Nachmittag. Das heißt, diese ganzen Shows, da, dass man auf Fußgängerzonen steht und Unterschriften wirbt, das ist ja alles nur eine Wahlshow, denn diese Parteikandidaten haben das längst. Aber ein Normalstaatsbürger kennt die Vorgänge nicht. Und Verzeihung, noch ein Satz dazu. Bei uns gab es die merkwürdigsten Vorgänge. Also es wurde dutzendfach berichtet, dass man auf Gemeindeämtern oder auf Magistraten den Leuten gesagt hat, ja, schicken Sie es bitte an Van der Bellen. Ja, also wenn jemand für mich die Unterstützungserklärung geschrieben hat, oder man hat gesagt, er tritt nicht an, wir haben keine Formulare auf einem Magistrat. Mag alles sein. Also das kann ist schon, stimmen, kann ja. nicht stimmen. Naja, das ist schon so. Das ist so. Aber das Verfahren ist kompliziert und könnte auch digitalisiert werden, ähnlich wie, dass man Volksbegehren einfach auch online natürlich. Erledigen kann. Und aber das will, einfach, das ja. ist schon klar. Aber das will man nicht, weil man ja nicht will, dass Unabhängige durchkommen. Gut, Sie wollen gewinnen. Wenn Sie Bundespräsident werden, wenn Sie das wären, wer wäre denn eigentlich dann unsere First Lady? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, bin schon in einer Beziehung, aber das ist jetzt noch, ob die Dame dann First Lady sein will, das muss ich Sie noch fragen. Ja. Alles klar. Haben Sie Haustiere? Ja, ich habe einen Hund, einen Dackel.
Einen Siebenjährigen. Okay, ja. Und wie heißt er? Mathilde. Das war ein Kuriosum, denn sie war ein Geschenk der Herzogin von Bayern. Ich war mal bei dem Empfang eingeladen und saß neben der Herzogin und irgendwann im Laufe des Abends haben wir geplaudert und die hat mir erzählt, sie hat eine Dackelzucht oder überlegt, eine Dackelzucht zu machen, weil diese Bayern das offensichtlich früher gehabt haben. Und ich habe dann in einer Weinlaune zu ihr gesagt, also wenn sie das jemals macht, dann nehme ich einen. Und irgendwann ein halbes Jahr später habe ich ein SMS bekommen, ich kann ihn mir aussuchen. Und dann habe ich Wort gehalten und bin nach Bayern gefahren, habe mir meinen königlich-bayerischen Dackel geholt. Ja. Sehr interessant. Ja, wir haben über Inhalte gesprochen, wie die Steuern und so weiter. Über Migration haben wir auch gesprochen. Da sind Sie für restriktivere Gesetze, obwohl die in Österreich eh schon sehr restriktiv sind und es sehr schwierig ist. Nein, sind sie nicht. Die Gesetze sind, das sage ich auch als Rechtsanwalt, die sind nicht restriktiv, die sind vollkommen untauglich, denn unsere Gesetze wurden für diese Asylgesetze wurden für den Fall geschaffen, dass es einzelne konkret verfolgte Personen in Nachbarländern gibt, denen man Hilfestellung leistet. In einer Kriegssituation bzw. in der Situation der politischen, rassischen oder sonstigen Verfolgung. Aber dass eine weltweite Migrationsbewegung oder Zuwanderung unter Missbrauch des Asylrechts erfolgt, großteils, dafür sind die Gesetze nicht vorgesehen und darauf haben diese Gesetze auch keine Antwort. Das heißt, wir sind relativ hilflos, ich sage es einmal sehr überspitzt. Im Prinzip ist jeder, der kommt und einen Asylantrag stellt und es nicht ganz ungeschickt macht, faktisch nicht mehr abzuschieben. Das muss den Menschen klar sein. Also das ist, wir sind nicht mehr... Nur straffällig werden oder einmal irgendwo schwarz arbeiten und werden erwischt und... Es ist ein großer Irrtum. Es gibt zum Beispiel die Europäische Charta der Grundrechte, die über unserer Verfassung steht. Und da steht zum Beispiel drinnen, wenn Sie auch nur ernsthaft Gefahr laufen, einer erniedrigenden Behandlung ausgesetzt zu sein, dann dürfen Sie nicht abgeschoben werden. Dann gibt es zahlreiche Länder... Gut, aber die Menschenrechte werden Sie auch als Bundespräsident nicht ändern können. Also das hat mit Menschenrecht nichts zu tun. Das ist wenn Sie sich anschauen, die Genfer Konvention würde es gestatten, das, was Sie gesagt haben, dass Straffällige ausgewiesen werden. Die Genfer Konvention ist ja nicht menschenrechtswidrig, sondern das ist eine Überlagerung von Gesetzen, weil zum damaligen Zeitpunkt, als die geschaffen wurden, keiner die Idee hatte, dass sie Migrationsbewegungen haben von hunderten Millionen Menschen, die kommen wollen. Das wurde ja damals nicht mit eingedacht. Das heißt, diese Gesetze waren ja gut gemeint, aber sie sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Wir haben nicht mehr die 70er Jahre, sondern wir sind jetzt in einer Situation, in der ein amerikanisches Institut sagt, zwei Drittel aller Afrikaner wollen in den nächsten Jahren entweder nach Europa und in die USA kommen. Und wenn Sie das nachrechnen, das war eine Studie in 5 Subsahara-Ländern, dann weiß ich nicht, dann reden wir vielleicht von über 700 Millionen Menschen, die auf gepackten Koffern sitzen könnten. Und in dieser Situation kann ich ja nicht mit Gesetzen agieren, die noch aus den 70er Jahren stammen und die sowas überhaupt gar nicht mitbedacht haben. Sie werden immer wieder aufgrund Ihrer geäußerten Meinung in Ihrer Kolumne heftig kritisiert. Da gibt es immer auch viel Widerspruch, vor allem aus dem politisch linken Bereich. Sie wirken polarisierend, um sanft auszudrücken. Wie könnten Sie als Bundespräsident verbindend wirken, was ja auch gefordert ist von einem Bundespräsident? Ich selbst habe mich politisch nie kategorisiert. Wenn Sie meine Beiträge lesen und mich wirklich unbefangen lesen, dann glaube ich, dass man mich schwer einordnen kann. Ich war einer der Ersten, der über den Umweltschutz und Klimaschutz geschrieben hat. Ich habe gefordert, dass es eine Kostenwahrheit geben muss, was diese unheimliche Zerstörung der Natur und der Welt betrifft, was die Überbevölkerung betrifft. Das sind alles Themen, das hätte wahrscheinlich auch ein Grüner locker unterschreiben können. Da kann ich nichts sehen. Sie sind ein Klimakämpfer sozusagen, ein großer Klimaschützer? Ich bin ein großer Umweltschützer. Ich denke, dass das wirklich Schwierige an unserer Zeit etwas ist, was viel zu wenig thematisiert wird. Ich glaube, dass das Schadenspotenzial, also der ökologische Fußabdruck des Einzelnen, viel zu groß geworden ist. Und das ist das Tödliche an der Welt. Dass viele Menschen tun, was sie können, um die Welt zu schützen und um umweltbewusst zu sein. Nur wenn sie heute ein Handy wegwerfen, dann haben sie einen größeren Schaden angerichtet als vor 200 Jahren ein ganzes Königreich. Und das ist das Fatale an unserer Situation, dass der Einzelne einen zu großen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Und wie man das in den Griff bekommt, ohne die Möglichkeiten der Zeit auszuklammern. Ja, es will ja niemand mit dem Chirurgenbesteck von vor 2000 Jahren operiert werden. Das ist die große Herausforderung der Zeit. Und da habe ich immer Lösungen gebracht, die man mit Sicherheit nicht als irgendwie politisch kategorisieren kann. Deswegen
glaube ich auch. Sie sagen sozusagen, Sie sind sowohl politisch links als auch politisch rechts in verschiedenen Themenbereichen. Nein, sondern was ich sagen will, ist, ich glaube, diese Zeit der starren Parteiideologie, dieser starren Zuordnung von rechts und links, die ist vorbei. Ich habe immer gesagt, ich verstehe nicht, warum ein Sozialdemokrat automatisch für Gendern sein muss oder für offene Grenzen. Ich habe auch nicht verstanden, warum man rechts ist, wenn man sagt, man will Ordnung auf den Straßen haben. Das sind ja Dinge, die jeder normale Mensch haben will. Oder nehmen Sie die Verbauung zum Beispiel. Ja, wir haben einen Bauwahnsinn in Österreich. Jeden Tag werden eine Fläche von 20 Fußballfeldern verbaut. Und zwar rettungslos. Das können Sie, selbst wenn Sie das abreißen würden, dieser Boden ist verloren. Wenn das so weitergeht, haben wir 2050 ein vollkommen zu betoniertes Österreich. Das heißt, egal, ob ich mich links oder rechts oder sonst wo verorte, das muss aufhören, das muss ein normaler Mensch sehen. Und deswegen sage ich, in all diesen großen Fragen der Zeit, sei es die Migrationsbewegung, sei es Inflationsbekämpfung, das Verhindern von Armut, die Verbauung, der Umweltschutz, das sind ja Dinge, da gibt es eigentlich nur noch ein vernünftig und unvernünftig, ein richtig und falsch, aber es gibt kein links-rechts in diesen Fragen. Und deswegen glaube ich, dass es automatisch verbindend ist. Eine Brandrede sozusagen für die Wahl, mit dem würde ich das Gespräch beenden. Danke für die Einladung. Danke fürs Gespräch. Danke sehr.